Aua! Warum trittst du mich? Weil dir Spaß macht, dich zu treten. Aber sag mal, warum bin ich denn überhaupt hier? Wo bin ich denn hier? Du bist in Frau Lautern auf der Kappensitzung. Frauenurlaub. Ja, und der Yogi ist im Urlaub. Im Urlaub? Wo ist er denn? Ist er in Sachsen? Ja, da wo die schönen Mädchen wachsen. Oder ist er in Frankreich? Hör auf zu singen. Er ist nicht in Frankreich, ich glaube, er ist in Russland. Oh, Russland? Da gibt es auch schöne Frauen. Ach, du bist ja schlimmer wie der Yogi selbst, also ehrlich. Das ist die russische Seele, das Tiefgründige, das die russischen Frauen so interessant macht. Ah, ich verstehe. Na, Stravie! Nein. Nicht so. Nein? Nee. Ah, ich weiß, ich kenne deine Philosophie. Frauen müssen wie Frauen aussehen und nicht wie tapezierte Knochen. So auch nicht. Nein. Pass auf, ich erkläre dir jetzt mal das Tiefgründige. Stell dir mal vor, eine tief verschneite russische Landschaft. Oh. Und mittendrin steht eine Holzhütte. Oh, aus Holz? Ja, klar aus Holz. Aus echtem Holz. Oh, aus echtem Holz. Und innen drin sitzt eine einsame, wunderschöne russische Frau. Oh, mit so viel Holz vor der Hütte. Es ist eine sternenklare Nacht. Ja. Bei minus 40 Grad. Oh. Und da, eine Sternschnuppe geht herunter. Oh, bei minus 40 Grad sind die meisten Russen Sternenhaare voll. Und um die Ecke pfeift der Wind. Ja. Ja, so. Was machst du denn jetzt? Der Wind, der hat gedreht! Also du bist wirklich für überhaupt nichts zu gebrauchen. Das ist ja wirklich, sag mal, wie siehst du denn überhaupt aus? Das ist ja Katastrophe, das sieht ja genauso schlimm aus wie dein Original. Du hast an den Boxhänken. Hängt die Hose erst im Spalt, hat die Unterbox keinen Halt, oder was? Nein. Und was ist mit dir? Deine Jacke ist viel zu kurz. Da rief man gleich den kleinsten Yogi Dello. Unterschied. Schau mir in die Augen. Bitte keine Hypnose. Aber bitte keine Hypnose. Sag mal. Hast du eine Macke? Ich habe keine Macke. Das sind alle Spezialeffekte. Komm mal, also wenn ich ein Vogel wäre, ich wüsste jetzt, wen ich anscheißen würde. Anscheißen? Eine Meilensteinlatterne. Emma, würdest du mitmachen? Bei was soll ich jetzt mitmachen?